LS15. Hier auf Aggendorf bei mir ist Christian, Randy und Tino. Hallo. Hallo. Och. Guten doch. Moin Moin. Fing das an. Mal gucken, woher. Hier. So, mal gucken, ob man mit dem besser verdichten kann hier. Oh ja. Das geht um einiges besser. Ritter der Kokosnuss, Alter. Was denn? Ich war gerade noch überlegen, Ritter der Kokosnuss. Kennt ihr den Film? Also, Tino kennt den ja wahrscheinlich, weil er es ja gerade gesagt hat. Aber ja. Habt ihr euch den schon mal reingezogen? Ja, klar. Richtig hohl. Ja, ohne Witz. Richtig schön stumpfsinnig. Ich finde aber das Leben des Brian noch besser. Das ist auch so ein Brett-Hohler Film, oder? Ja. So von denselben Leuten. Das ist Monty Python. Ja. Und 100%. Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht. Ab jetzt heißen sie Angelsachsen. Aha. Welche Tiere, Pixel, mal gucken, ob du das weißt, werden statistisch gesehen am wenigsten überfahren? Das ist eine gute Frage. Welche Tiere am wenigsten überfahren? Ich würde sagen Elefanten. Fische. Aber ich habe schon in die richtige Richtung gedacht. Das ist auch Vögel. Vögel wäre auch, ja? Auch. Ja, ich glaube, Vögel werden öfters mal doch öfters mal überfahren, ja. Ja, schon wohl. Das Klicke hatte erst vor 2 Wochen ihn aus dem Leben gerissen. Einen weggevögelt. Ja, das war so ein Bussard, ne? Der hat halt eine Autobahn, hat halt einen Steigflug auf den Actros gemacht. Naja, Bussard gegen Mercedes, in hat doch Mercedes. Kurzflug. Also da ist irgendwie von oben gekommen und wollte dann. Du hast jetzt irgendwas mit Steig gesagt. Steigflug. Ne, Sturz. Steigflug? Ja. Okay, ne, ich meinte Sturzflug. Er hat nur auf den Mercedes gemacht. Naja, Mercedes hat dann. Hat Klicki dann im LKW so richtig gehört und. Weißt du, wie er so vom Himmel. Mit seiner Fliegerbrille, die Bombe unten dran. Wenn es war. Er war zufrieden. Quasi er war die Kacke im Darm. Er war zufrieden, Tino, dass die Scheibenwischer nicht kaputt gegangen sind. Achtung, Achtung, jetzt kommt's. War das vielleicht ein Kamikadler? Ein Kamikadler? Ja. Der war witzig, nee, aber egal. Was? Okay. Na dann. Ja. Hätte ich mal lachen können. Da, aus wenn ich mal so einen tollen maximal. Witz mache. Arsch. Ein Kamikadler. Ja. So Rainer Winkler-Style. Besser als alles, was Lügenlord je bringt. Kommt da von dem eigentlich überhaupt noch was? Ende. Das Thema nicht weiter. Aber am 28. oder 29. da steht wohl irgendwas ganz Großes an. Ich wollte gerade sagen, Ende dieses Monats kommt doch hier die Bombe. Da kommt irgendwas ganz Großes, da kommt die Bombe. Das wurde schon angekündigt. Also nicht von ihnen, sondern halt von der Hater-Gemeinschaft. Ehrlich? Ja, der muss wohl auf irgendwas reingefallen sein. Und das soll dann wohl Ende Februar soll das dann wohl gezündet werden. Nice! Schau mal. Bin so gespannt. Weil RBS hat sich nämlich momentan auch zurückgezogen. Also die sind gerade alle irgendwie im Underground unterwegs. Aber das finde ich so lustig, ne? Also der Typ ist so. Da wünscht man sich einfach, dass der noch einen reinkriegt, oder nicht? Ich würde mir eigentlich wünschen, dass er mit YouTube aufhört, sich eine ziemlich schädliche Behandlung begibt und dann als normaler Mensch. Was für eine schädliche Behandlung? Die schädliche, psychische Behandlung. Physische ist ja was anderes. Ne, eine psychiatrische Behandlung halt kriegt. Dass er wieder als normaler Mensch wieder da rumläuft. Mensch, dass er in die Klapse geht. Das hat einfach die Psychiatrie. Ja, ich wollte gerade sagen, hört schon besser an. Psychiatrische, gibt's doch das Wort Psychiatrisch. Ja, Psychiatrische, mein Gott, das sind ein paar Buchstaben aneinander geklatscht, wer das ausgedacht hat, wurde früher auch gehängt, ey.
Wie schade. Hole früher. Das ist das Geilste an Randy. Randy und seine Fremdwörter. So, aber mich würde mal interessieren, was macht Randy? Immer noch auf Feld 9 und 10, nee, 10 und 11. Wie sieht's mit dem Anhänger aus? Der steht. Ja, ist da viel drin? Nee, ich habe ja stehende Ladung da reingeguckt. Reingeguckt? So. Nee. Doch. Nee. Doch. Das ist halt so. Randy zieht erstmal eine Line Maismehl. Wird fleißig gegrubbert. Wusstet ihr eigentlich, dass Randy als Nazi beschimpft wurde? Ja, als Nazi. Als Nazi, genau, Entschuldigung. Warum? Ja, was? Ist aber schon alt. Ja gut, ist 2 Wochen her, das kannst du schon als alt betrachten, Leute, da. Und was war denn da? Ach, keine Ahnung, Kanalkommentare kannst du hier auch schreiben, dann in der Diskussion. Und die habe ich eh aufgenehmigt, dass da halt keiner Scheiße reinschreibt. Und da hat halt einer, keine Ahnung, irgend so ein Max irgendwas oder Nils, keine Ahnung, hat geschrieben, du bist ein Nazi. Also mit T noch mit drin. Ne? Also selbst und mit S. Und mit S, also selbst noch zu dumm zu schreiben, also zu dumm das Wort Nazi zu schreiben. Nö. Hat er mal was zum Lachen. Oh. Gestern war auch geil im Stream, plötzlich kommt einer rein. Und fing dann schon wieder an und achso, müssen wir sagen, gestern, das ist, wir nehmen ja heute wieder auf am Sonntag und das ist ja nun, wie gesagt, das war letzten Sonntag, Samstag. Und da kommt einer rein und sagt, ja, in Englisch. Genau, er sagt auf Englisch, ich hoffe, dass jetzt, wo ATS Multiplayer rauskommt, nicht so viele Nazis auf den Straßen unterwegs sind. Dann habe ich erstmal gefragt, was sein Problem ist, und dann kam nur so ein dummer Spruch, ja, er sei Jude und er hätte immer noch einen Hass auf die Deutschen. Ah. Und da denke ich mir. Er war bestimmt dabei früher, oder? Ja, das denke ich mir. Da denke ich mir, einfach mal eine. Das sind so eine genauso. Zurückschalten. Naja, aber das sind einfach so eine genauso eine behinderten Spastis, wegen denen wir einfach immer wieder noch verurteilt werden. Und ja. Wir, meine ich, 3 Generationen danach. Also das wird auch nicht, noch in 5 Generationen so sein, Tino. Also ich weiß nicht, ob man es nach 70 Jahren oder so nicht einfach auch mal gut sein lassen sollte. Also ganz ehrlich, ich verstehe das einfach nicht. So eine behinderten Klapperköpfe da, die das mal darstellen wollen. Ja, ich habe dann nur erwidert im Sinne von, er sollte die Leute erstmal kennenlernen, bevor er sie verurteilt. Ja, und dann hat er auch nichts mehr geschrieben, aber... Das finde ich so schlimm, genau. Das ist der Grund, warum wir einfach keine Freunde werden können, in Anführungsstrichen. Aber dann das nächste Mal, ja gut, okay, nee, das ist einfach, ja, schlimm. Das ist sowas, ey. Ich auch. Das ist, klar, das muss man das zutiefst verurteilen, was da früher passiert ist und alles. Das ist ja alles, ja, alles vollkommen sicher. Richtig, aber wie gesagt, es hat ja aber auch nichts mit den heutigen Generationen zu tun. Absolut gar nichts, also. Ich habe ihm dann noch zum Nachdenken mitgegeben, was die Amerikaner mit den amerikanischen Ureinwohnern gemacht haben. Das war auch ein Genozid. Ein Amerikaner und ein Afroamerikaner, sage ich einfach das nur. Ist auch oder also die Schwarzen. Ja, müssen die wir uns nicht. Sklavenhaltung, das war, glaube ich, schlimmer wie alles andere. Das ist bis heute noch schlimm, also nicht die Sklavenhaltung, aber wie die mit Schwarzen umgehen teilweise. Ja, wer die Geschichte ein bisschen kennt, Stalin war der Erste, der Konzentrationslager hatte. Ja, und der hat Hitler. Die Juden auch nicht gemocht. Also. Der hat seine eigenen Leute umgebracht. Das auch und noch. Und das in Massen. Ja, der hat alle umgebracht, die ihm nicht gepasst haben. Alle, ja. Naja, aber das ist halt so, wenn man Geschichte nicht aufpasst oder wenn man einfach nur... Ja, vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag gehabt. Das kann auch sein. Aber das Problem, was daran ja auch noch ist, das kriegen die ja bis heute in Reihe getrichtert. Ne, die werden ja immer wieder daran erinnert und denken dran, hier und da und alles. Und ich habe da schon mal eine Doku gesehen, wo dann irgendwelche Schüler, Studenten da aus Israel da nach Polen gegangen sind, ins Auschwitz und immer dran denken und denken dran und denken dran und denken dran. Ne? Das finde ich auch so schlimm. Ich meine, dass so eine Scheiße nicht normal passiert, ist ja klar, aber den wirklich eigentlich. Ja, warum lassen sie so eine Opferkinder überhaupt da rein? Die haben da überhaupt nichts verloren, sollen sie die Scheiße zumachen? Weißt du wie? Was soll denn der Scheiß? Also ganz ehrlich, mir ist das doch. Also, ich verstehe das einfach nicht. Nee, weil das ist mir zu hohl, sowas. Das ist mir einfach zu dumm, ey. Weil ganz ehrlich,
Ja, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das Land Deutschland hat genug gelitten für das, was es getan hat. Irgendwann muss auch mal gut sein. Das ist so. Wir haben es komplett weggebombt. Deutschland ist komplett weggebombt worden. So. Und wurde mühselig wieder aufgebaut. Es wurde in zwei Teile gespalten. Und das über, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte. So und alles. Und wie gesagt, Reparaturzahlungen in bis in Kotzgrenzenhöhe. So, welches andere Land hat denn das für seine Verbrechen getan? Die USA befindet sich seit über 200 Jahren im Krieg mit verschiedenen Ländern. Wo haben die Reparaturzahlungen geleistet bis jetzt irgendwo? Die haben zwei Atombomben geschmissen. Ja, genau das. Also ganz ehrlich, bei sowas, da geht mir echt die Krawatte immer auf breit. Und wer leidet bis heute darunter? Die Japaner. Die haben bis heute kein richtiges Militär. Ne? Das nennt sich japanischer Selbstschutz. Ich will es nur mal ins Verhältnis setzen, ja. Ja, ist aber bei der Bundeswehr genauso. Ist das auch nicht nur eine Verteidigungsarmee? Ja, nicht mehr. Also wir haben uns da dann doch emanzipiert. Aber die Japaner machen immer noch... Es geht ja nicht nur um Verteidigung, es geht ja auch... Also wir sind ja auch in Friedenseinsätzen in anderen Ländern. Die Japaner auch inzwischen. Trotzdem dürfen sie nicht zurückschießen. Also selbst wenn auf sie geschossen wird, doch, dann dürfen sie. Aber ja, dann, erst dann. Also aller... Ja, das ist halt bei eine ganz andere Sache. Sonst, das ist... Ja... Egal, es ist wie es ist. Und obwohl, solange werden die Amis auch nicht mehr die Weltmacht sein. Ich glaube, China kommt da eher um die Ecke. Amis sind das Kinn. Sieht so gut aus, Randy. Weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, wie so ein Moment in China aussieht. Da geht's auch ein bisschen runter und rüber. Richtig, richtig dreckig. Das ist wohl wahr. Also, ja, das Problem ist halt so eine Länder mit 1 Milliarde Bevölkerung wie China und Indien. Eieiei. Kann man nur hoffen, dass das nicht irgendwann mal schief geht. Ja, das geht irgendwann schief. Und die Chinesen, die leben ja auch unter Bedingungen teilweise, das ist ja unterirdisch, ne? Mhm. Hat aber einen riesigen Vorteil. Die haben so viel Land, dass sie sich relativ gut versorgen können. Die haben so viel Gemüse, Obst und Gedöns. China ist ja, glaube ich, nach Russland das größte Land, oder? Von der Fläche her? Ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß, dass Indien noch riesig ist, aber... Gibt es da noch irgendwo Mais? Von der Größe her, welche Länder? Russland müsste auf Platz 1 sein. Ja. Dann kommt entweder Australien oder USA. Und Russland hat nur 300 Millionen, ne, glaube ich. Ja, die hätten auch genug, wenn die nicht die scheiß... Ja, wenn die sich ein bisschen zusammenreißen würden und wenn Putin das auch erlauben würde, dass es denen ein bisschen besser geht. Aber das ist ja, wenn man sein Volk automatisch beschränkt und klein hält, dann, das ist einfach, das hat ja Stalin genauso gemacht. Also die Ärmsten, die haben gelitten und der Apparat oben, der hatte alles, was er haben wollte. Beluga-Kaviar und, naja. Putin, der kann auch alles. Der kann auf den Bären reiten, auf dem Pferd reiten, der kann pullen, der kann schießen. Na, da gibt es schöne Fotos von denen. Oberkörper frei, hat auch noch eine gute Figur. Ja. Dafür ist sein Alter auf jeden Fall. Also. Ja. Das ist immer so gerne ironisch zu schreiben. Ne, lupenreiner Demokrat. Das sowieso. Ja, Putin. Und die tanken sich halt gerne mal mit Namis, das ist ja Standard. Naja, dieses Jahr sind ja dann Präsidentschaftswahlen im Staate. Da bin USA, ich gespannt, da was bin ich da rauskommt. Mal gespannt. Ja. Also Trump wird es mir nicht werden. Nee, das war doch aber klar. Nee, du, da hatte ich schon Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, also dass ein ganzes Volk so dumm sein kann, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ist aber so, es entscheiden sich ja sowieso, entweder Demokraten oder Republikaner, ne? Ja, das ist die Demokraten schon klar, sind ja sowieso immer so mehr oder weniger die ruhigsten Republikaner aber sind ja so radikal. Als Kandidat, das war doch klar, dass das nicht passiert. Also mir war das zumindest, also ich war da schon ziemlich sicher. Weil wie kriegen, gesagt, das kriegen, kriegen die diese Kosten, die die für den Wahlkampf ausgeben, eigentlich wieder? Nein. Weil da hat der Edel ist reingebuttert, ne? Das ist genau Milliardär. Das ist aber genau das Problem. Also das ist, das ist das Problem an der ganzen Sache mit dem amerikanischen System, dass du nur, wenn du schon richtig viel Geld hast, auch überhaupt es dir leisten kannst. Nee, warum? Bezahlt das nicht die Dings? Nein. Kannst die du Partei? Nein. Das wird von den Kandidaten zu
zu ganz, ganz großen Teilen selbst finanziert. Deshalb sind viele, sobald sie dann Präsident sind, hochverschuldet. Aha. Das ist ein ganz komisches System in den USA. Wo hat Barack Obama die Kohle ja gehabt? Ja, auch von Unterstützern, glaube, von Leuten, die... Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, die werden da auch unterstützt. Ja. Ist Feld 4 jetzt auch schon gekrobbert? Genau, ne? 3 und 4 hat Füße gemacht. Ja, ich fahre jetzt gerade nach 10 und 11, obwohl 10, glaube ich, noch abgeändert werden muss. Also es wäre nicht schlecht, wenn man vielleicht das mal zu dritt ansehen. Also ich sehe ja die ganze Zeit schon die 1 an. Dass wir vielleicht die 4 Felder erstmal fix ansehen, komplett. Okay. Dann komme ich zurück. Ja, der Barack. Ja, der hat sich auch ein bisschen mehr vorgestellt. Aber meine Lieben, wir sind am Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, können wir uns gleich noch drüber unterhalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut bei den anderen vorbei, die stehen unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, meine Lieben. Ciao. Tschüss.